Auf das heutige Videothema hat mich tatsächlich eine ältere Dame im Zug gebracht. Hey zusammen, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Videopodcast. Heute geht es um was, von dem ich glaube, dass dieses Video nicht so sein wird, dass ihr am Ende irgendwelche Tipps mitnehmen könnt und die euer Leben verändern. Heute lasse ich euch einfach an einem kleinen Teil meines Gedankenchaoses teilhaben und ich bin sehr gespannt, wem von euch es auch so geht, wer sich damit identifizieren kann, ein ähnliches Problem hat oder da vielleicht irgendwelche Ratschläge hat. Fangen wir mal ganz vorne an. Ich bin neulich zusammen mit Alex nach Lübeck gefahren im Zug und wir hatten uns Sitzplätze reserviert in so einem Vierer. Wir setzen uns meist an so einen Tisch, weil man da gut was arbeiten kann und wir kamen da rein. Und uns gegenüber saß eine Zuschauerin in diesem Vierer und neben ihr saß eine ältere Frau. Also erstmal hallo an dich, falls du zufällig zuschaust. Und die beiden waren jetzt nicht irgendwie zusammen unterwegs, sondern wir waren jetzt einfach so eine wilde Vierer-Konstellation. Wir haben uns auf jeden Fall über alles Mögliche unterhalten und dann hat die ältere Dame, ich möchte nicht sagen Oma, aber sie hat uns erzählt, sie ist 66. Kann man da Oma sagen? Wir sagen jetzt einfach mal Oma. Ich meine es aber nicht als die olle Oma, sondern... Also, die Oma hat dann natürlich auch so ein bisschen mitbekommen, dass wir uns irgendwie kennen. Sie wollte dann natürlich schon so ein bisschen wissen, woher kennt ihr euch oder was ist hier los, was macht ihr überhaupt so ein bisschen. Und dann haben wir halt erzählt, wer wir sind oder was wir machen. Wir haben halt versucht, es so ein bisschen zu erklären. Sie war da total offen. Sie hat dann auch ihr Handy rausgeholt und total süß so gemeint, ja, ich habe auch so ein Teil da. Könnt ihr mir ja mal zeigen, wie ich euch da finden kann und so. Also es war echt richtig nett. Ich finde sowas allgemein immer ganz cool, wenn man so Leute im Zug kennenlernt. Mir ist das jetzt schon so ein paar Mal passiert und meist eben an diesen Vierertischen. Also wenn man keinen Bock auf Konversation hat, dann sollte man sich nicht an die Vierertische setzen. Und früher fand ich sowas total nervig. Also nicht nervig, aber ich bin teilweise schon so ein bisschen socially awkward und wenn dann Menschen mit mir reden, dann bin ich manchmal überfordert. Naja, also auf jeden Fall war das total nett, weil es so eine Bekanntschaft war, mit der man nicht gerechnet hat. Und wie das so ist, wenn man sich mit älteren Menschen über Social Media und das Internet und diesen ganzen Technikkram unterhält und das jetzt ältere Menschen sind, die nicht so komplett anti sind, dann hat man aber trotzdem manchmal so ganz interessante Diskussionen. Also irgendwie hat so von hinten noch einer reingeschrien, dass die heutige Jugend, die könnte man vergessen und die wissen ja alle nicht mehr, wie man arbeitet und lalala, irgendwie so hat sich da eingemischt und sie war aber sehr offen dem ganzen Thema gegenüber. So, und um jetzt mal zum Punkt zu kommen, das Thema, über was wir dann noch so ein bisschen gesprochen haben, war Geduld eigentlich. Und das ist was, was mich persönlich schon eine ganze Weile beschäftigt. Ich wusste nie genau, dass es dieses Ding ist, was mich beschäftigt, aber ich hatte immer so, also um es mal so zu erklären, ich hatte immer so das Gefühl, ich werde immer dümmer. Und ich würde mich so sehr freuen, wenn jetzt in diesem Moment jemand in die Kommentare schreibt, oh mein Gott, ich kenne das. Also nicht jetzt so richtig dümmer, aber doch eigentlich schon. Also ich hatte manchmal schon das Gefühl, dass ich früher intelligenter war. Das klingt so bescheuert, weil eigentlich ist man ja mit jedem Tag, den man älter wird, ein bisschen schlauer, ein bisschen mehr erfahrener und... Aber irgendwie hatte ich so das Gefühl, ich konnte mich besser ausdrücken früher. Ich konnte Texte besser verinnerlichen. Naja, und ich wusste halt nie so richtig, was das eigentlich ist. Also, keine Ahnung, wie kann man denn dümmer werden auf einmal, wenn man doch eigentlich voll viel macht und immer neuen Input kriegt und so weiter. Und dann ist mir aufgefallen, auch durch unser Gespräch, dass ich vielleicht nicht unbedingt immer dümmer werde, aber ich werde immer ungeduldiger. Und dadurch werde ich dann vielleicht dümmer, weil ich mir nicht mehr die Zeit nehmen möchte, neue Informationen so richtig aufzunehmen. Also die sind so ein bisschen hier rein, da raus. Und ich habe das Gefühl, ich verinnerliche Sachen nicht mehr so, wie ich es früher getan habe. Mich würde sehr interessieren, ob ihr das kennt. Also ich habe mehrere Bücher angefangen. Also ich glaube, hier liegen 3, 4 und da hinten liegen nochmal 2. Also... 6 Bücher, keins davon zu Ende gelesen und bei jedem bin ich so auf Seite 5. Was sagt das über mich aus? Ich habe einfach keine Geduld, ein Buch zu lesen. Also da ist es mir ganz krass aufgefallen. Ich bin es so gewohnt, Informationen schnell in meinen Kopf reinzukriegen. Ja, man schaut ein Video, man schaut eine Story, man überfliegt irgendeinen Text unter einem Post.
die Informationen sind von da direkt hier drin. Ich muss nicht mehr mit meinen Augen über Seiten fliegen und dann Spannungsaufbau, passiert hier ein bisschen was und dann geht es weiter. Wie erschreckend ist das? Ich bin zu ungeduldig, ein Buch zu lesen. Was ist da los? Ich fand diese Erkenntnis über mich selber sehr erschreckend und sehr traurig. Und das ist ja was, an was man theoretisch arbeiten kann, ne? Aber ich habe nicht mal die Geduld, daran zu arbeiten. Weil das würde ja bedeuten, ich muss wirklich meinen Kopf ausmachen und mich da voll drauf einlassen. Und manchmal gelingt mir das auch. Ich versuche es wirklich so ein bisschen zu üben, dass ich mich voll und ganz auf eine Sache einlasse. Zum Beispiel, ihr kennt das doch auch, ne? Man sitzt auf der Couch und man schaut irgendeine Netflix-Serie und dann ist es mal gerade nicht so super spannend und dann könnte man ja vielleicht doch kurz durch Instagram scrollen oder irgendjemandem antworten auf irgendeine Nachricht, weil man irgendwie nicht mit dem Kopf bei einer Sache bleiben kann. Und ich finde, das ist echt ein Problem. Und diese Ungeduld bezieht sich eigentlich wirklich nur so auf Dinge, die mich selber beschäftigen. Also ich kann wunderbar alle Zeit der Welt mit meinen Großeltern verbringen und immer wieder irgendwas erklären, bis es auch der Letzte verstanden hat oder mit Kindern oder keine Ahnung wem. Also mit Menschen bin ich gar nicht so ungeduldig, aber so mit so Dingen, was lesen, was anschauen, was suchen. Oh Gott, was suchen, auch ganz schlimm. Kleine Confession, wenn ich irgendwas suche, ich würde so gerne manchmal im echten Leben Steuerung F drücken. Ich finde, das ist so peinlich eigentlich auszusprechen, dass ich echt gerne, ich würde gerne eine Tastenkombi drücken und dann habe ich es gefunden. Wie auf meinem Laptop. Also funktioniert halt das echte Leben nicht, ne? Ich wäre nicht ich, wenn ich das nicht auch direkt googeln würde und mal schauen, was sagt denn das Internet über Generation Y und ihre Ungeduld. Generation Y, Generation Y, also das sind so all die, die zwischen 1980 und 2000 geboren sind. Ich glaube, da gibt es auch unterschiedliche Definitionen. Da falle ich mit rein. Das habe ich mal nachgeschaut. Habe nichts gefunden. Ich habe nur so ein paar Artikel gesehen, dass die Generation Y nicht lange im gleichen Job bleiben will und da eher schnell wieder aufgibt und in den nächsten geht und so die bestehende Arbeitswelt so ein bisschen hinterfragt. Und alles in Frage stellt und mit allem unzufrieden ist. Korrigiert mich gerne, wenn ich falsch liege. Ich habe echt nur kurz überflogen, was im Internet steht, weil ich so gemerkt habe, nee, das ist nicht das. Das ist nicht das, was ich suche. Aber vielleicht ist auch das eine Art von Ungeduld, ne? Man hat keine Lust und nicht die Geduld, Situationen auszusitzen, sondern man denkt sich, ja, okay, fuck this, ich suche mir einen neuen Job. Fuck this, ich suche mir ein neues Buch. Fuck this, ich suche mir eine neue Beschäftigung. Schau nicht die Netflix-Serie, sondern scroll durch mein Handy. Naja, also auf jeden Fall, die kleine Challenge, die ich mir selber so ein bisschen setze, ist, mich mehr auf eine Sache zu konzentrieren, also ein Buch zu lesen und dann wirklich nur ein Buch zu lesen. Und nicht immer, wenn mir mal langweilig, eigentlich ist es mir nie langweilig, aber wenn ich das Gefühl habe, ich weiß nicht, was ich tun soll, mein Handy rauszuholen, sondern wirklich es einfach mal auszuhalten, mal nur Musik zu hören oder mal gar nichts tatsächlich zu machen, wenn man in der Bahn sitzt. Einfach nur rumgucken. Nicht das Handy mit zur Toilette nehmen. Mich würde so sehr interessieren, was eure Gedanken zu dem Thema sind und was eure Erfahrungen dazu sind. Also ich denke, da draußen sind ganz, ganz viele, die sich so denken, bitte was, Marie, du bist zu ungeduldig, ein Buch zu lesen. Vielleicht ist es auch nur, weil ich in so einer mega digitalen Welt stecke, weil mein Job damit was zu tun hat und ich 24/7 irgendwie mein Handy immer dabei habe und E-Mails an den Geräten schreibe und keine Ahnung, also ich habe nicht so viel mit was anderem zu tun. Vielleicht ist deswegen bei mir das Ganze nochmal so ein bisschen schlimmer. Aber ja, also da würde mich einfach eure Meinung zu interessieren. Also ich versuche wirklich da an mir zu arbeiten, dass ich Informationen aufnehmen kann, auch aus einem anderen Medium und sie trotzdem in meinem Kopf bleiben und ich nicht gedanklich schon wieder 10 Schritte voraus bin. Ich glaube, das ist ein langer Weg. Ja, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung, wie beende ich das Video? Was ist mein Fazit? I don't know. Gedankenchaos, Ende. Ja, Leute, das ist der Grund, warum ich dieses Videoformat gemacht habe. Weil ich mich einfach hinsetzen wollte und mal so, hier, Hirn, bitteschön an euch, fangt was damit an und lasst mir euer Feedback da. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen, sofern einem so ein Video gefallen kann. Und ich freue mich auf eure Kommentare. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!